sacrifice anything to cover my for this sin. Having you near, despite a warning voice, comes in at night and repeats how it yells in my ear. You know you never win. Use your mentality, wake up to reality. And I love you under my skin. Jagadum, Jagadum, Jagadum. Und die ist so eine Angst zu einer Geld. Hab ich im Leben nicht gehabt. Jetzt spielen wir die Gitarre, ja? Aber du packst keine Angst auf, die vergiss ich nicht. Jetzt ist so das spät. Und jetzt ist die Stolz da nicht. Weil lieber mit der Pinkfahrt wie meine Frau. Dankeschön, Probe beendet, alles raus. Das ist ein großartiger Entertainer, ich will nicht zu viel verraten. Tja, neben dem kleinen Stadtstreicher sitzt jetzt Axel Blank. Ich will dir eine Frage stellen. Du möchtest mir eine Frage stellen? Ja. Okay, also welche Frage hast du denn? Wie lange machst du das denn schon? Wie lange ich das mache? Ja. Also ich mache das schon seit rund 45 Jahren. Und macht das Spaß? Bitte? Macht das Spaß? Ob das Spaß macht? Ja, es macht Spaß. Und machst du noch was anderes als Bauchreden? Ich kann gerne Bauchpfeifen. Hast du eine Melodie? Nein, sagt man alle eine Melodie. Also ich soll eine Melodie machen? Ja. Ja, das ist ja kein Tauchseisen. Ach so, ja. Axel, wieso bin ich jetzt plötzlich so heiser gewesen? Dass du so heiser bist, das tut mir wirklich leid. Und ich glaube, unser Gast wird auch unheimlich heiser sein nachher. Aber, also wenn er so viel singen muss wie heute. Stell mir doch nochmal eine Frage. Also es ist so, natürlich, jetzt bin ich natürlich nicht mehr so heiser. Bist du nicht mehr so heiser? Nein. Ach so, ist die Stimme so besser? Ja. Okay. Danke. Tschüss. Danke, Heute nicht. Heute nicht. Das ist ein wunderschönes französisches Lied. Also Chanson, du Idiot. Also Chanson. Ja. Chanson. Ja. Okay. Er ist der am meisten Lärm macht auf der Bühne. Christian, wie kamst du zu Michael Seider? Naja, ich habe mal angerufen für ein Open Air, das war in Schwechat. Das ist aber schon, genau weiß ich nicht mehr, 2014, 15. Genau, das war so ein Biker-Festival, da habe ich das erste Mal mit der Session Band gespielt. Und so seit, glaube ich, 2018 oder 2019 bin ich fix bei der Session Band dabei. Es ist ja da manchmal ein bisschen so bei den Soundchecks, da dann halt so die ganze Band ein bisschen plädieren, hat man auch mehr Spaß so in der Band und beim Konzert dann auch. Ja, und jetzt habe ich für mich den Piano Man aus der heutigen Sessions Band. Servus. Seit wann bist du bei Michi Seider im Team? Im Team, im Prinzip im aktuellen Team erst seit wenigen Monaten, also seit Anfang November. Aber ich habe ihn Michi kennengelernt, da war ich 19. Ja, das ist jetzt. Kann noch nicht lang her sein. Es ist ein bisschen her, es ist ein paar Jahrzehnte und wir haben
gemeinsam in einer Theaterproduktion angefangen und haben dann sogar eine Show gemeinsam gemacht in einem kleinen Club im ersten Bezirk in Maera. Und ja, also ich kann es eh sagen, 30 Jahre ist her und jetzt haben wir wieder zueinander gefunden und finde ich total nett. Ja. Also mir taugt es total und ich glaube, wir harmonieren ganz gut. Ja. Also eine Reunion. So ist es. Und was macht das Besondere an der Arbeit mit dem Michi aus? Naja, der Michi ist total vielseitig und der Michi checkt viel. Ja. Und das heißt, du kannst dich auf das verlassen, was du mit dem machst. Ob das jetzt das Redback-Programm ist, das mit den Swing-Songs und mit der super Bläser-Section und alles. Und dann sagt er mir zwei Wochen vor dem Konzert, was, ey, wir machen aber jetzt beim zweiten Konzert ein bisschen was anderes. Und dann habe ich seine ganze Pop- und Folk-Schiene kennengelernt. Und das war auch wieder so stimmig. Ja. Also ich finde, das hat Hand und Fuß und das spiel gern mit. Ja. Und nette Kollegen und der Gaudi und das kommt's an, oder? Es ist Montag in der Früh und ich hab jetzt schon genug. Ich muss mit dem Auto in die Hocken fahren und der Wurm fängt an ins Rollen. Ich hätte liegen bleiben sollen, weil es ist wie es ist und ich ist seit 15 Jahren. Ich steh im Stau, steh im Stau. Es fällt mir unwahrscheinlich auf, weil jetzt komm ich wieder zu spät, nur wenn du nichts weiter geht. Mach ich lieber mit der Pink von mir, meine Frau. Okay, let's do it! Stimmt es, dass du freiwillig hier bist? Nein. Völlig falsche Antwort, nein. Möchtest du mal die Jungs kennenlernen? Schau, das ist der Albert. Sag mal hallo. Albert, hallo. Ah, das ist der Albert, ja, okay. So, möchtest du dir nachher, spürst du bitte unter Maler, wenn er nicht so aufgeregt ist, komm. Das lernst du die anderen Jungs kennen. Ja, das ist der Dominik da drüben. Da der Posane, der freut sich auch, dich kennenzulernen. Das ist der Elio, servus, grüß dich gut, das ist der Josef, schau. Das ist Thomas Vollhammer. Da schau, der Christian Ziegelmanner, der freut sich, wenn er Menschen sich. Da kennt ihr nur mich. Das ist der Bernhard, der hat schon zwei Kinder. Ja, cool. Vielen Dank, dass du da warst.
Chance in unserer Hand. So freiwillig ist so riesig, eine neue Chance in unserer Hand. Praise gives all.